Na, Cosmo, hast du dein Paradiesbeet gefunden? Ich würde gerne mal sehen, Götzi, komm mal her. Komm mal her. Komm. Ich will mir kurz was angucken. Komm mit. Kommst du? Komm. Ich will mir das hier angucken. Wandelen. Viezen. Naturport. Wennenhorst. Aha. Als ob ich Karten lesen könnte. Ich habe keine Ahnung, was das soll. Ich weiß, das Blau ist ein See. Aber wo wir sind, weiß ich nicht. Ja, ist hübsch hier. Hier mit den Blümchen ist schön. Ich kann mal bestimmt ein paar schöne Bilder mit den Katzen machen. Apollo wird es hier auch gefallen. Aber bestimmt eher abends. Ach, guck mal, da sind ganz viele lila Blumen. Meinst du, wir kommen da hin? Nein. Das gehört jemandem, ne? Ja. Schade. Schade. Na gut. Cosmo, wie sieht's aus? Katzi? Was hast du hier gefunden? Hm? Jemand hat hier hingepinkelt oder er hat hier irgendwo ein Mäuschen gesehen. Also erstens riecht es hier nach Fritte und Currywurst. Und zweitens, ja, ist zwar eingezäunt, aber offensichtlich ist das öffentlicher Bereich. Ich meine, das gehört doch zu dieser Hütte da. Und in dieser Hütte riecht es ganz deutlich nach Essen. Ich würde sagen, dass es, also dass man das begehen kann, diesen Bereich hier mit den lilanen Blumen da. Kosmos, was sagen Sie? Wir nehmen wieder ein paar Videos auf. Mit Cosmos Kamera. Und? Hast du dir einen Überblick verschafft? Wo wollen wir jetzt hin? Schatz, wo können wir hin? Ich weiß nicht, wo willst du denn hin? Weiß ich nicht. Spazieren. Wir gucken einfach, wo Cosmo hin will. Cosmo guckt nämlich schon die ganze Zeit, ob er da irgendwo durch kann. Er riecht, dass es da irgendwie was Interessantes geben könnte. Hallo? Cosmos, ich habe ganz genau gesehen. Du hast Apollo geärgert. Ne? Apollo, hast du dich geärgert? Ein bisschen, ne? Ja, tu nicht so. Ich habe es gesehen. Wenn ihr wieder zu Hause seid, kriegst du von Apollo mächtig Ärger, glaube ich. Ja, ja, genieß die Zeit. Deiner Ruhe. Darf ich... Ui. Sicht. Kosmos, auch wenn du im Urlaub bist, hörst du schon Enten? Die sind da hinten auf dem See irgendwo. Die machen ganz laute Geräusche. Aber man muss trotzdem deine Tablette nehmen. Hier, mach Mund auf. Mach Mund richtig auf. Nicht fallen. Ey! Junge, das ist gefährlich, wenn du sie hier fallen lässt. Hier, guck mal hier. Hallo. Hallo, hallo. Lass Apollo in Ruhe. Entschuldige bitte. Hallo. Denk ja nicht dran, Apollo zu ärgern. Hier. Du nimmst jetzt diese Tablette und... Cosmo, sei nicht frech. Sei nicht frech. Sehr gut. Sehr gut. Und du, Apuschi, wie geht's dir? Hm? Du wartest, bis die Sonne untergeht, damit du spazieren gehen kannst, ne? Ja, Apollo ist eher so die Dunkelkatze. Wenn dunkel ist und alles ruhig, dann geht er gerne viel und lange spazieren. Aber solange es hell ist, möchte das Kätzchen einfach nur auf dem Armaturenbrett schlafen. Ja? So ist ja unser Apollo. Hört ihr das? Dieses ganz, ganz laute Miauen. Nee, jetzt hört man es nicht. Marcel versucht, Cosmo zu beruhigen. Das ist jetzt nur, weil ich mit Apollo spazieren gegangen bin. Jetzt, wo es dunkel ist, gefällt das natürlich Apollo sehr gut, spazieren zu gehen. Das mag das Kätzchen.
Ist keiner mehr da, nur noch die Frösche quaken. Also kann er hier in Ruhe seinen Spaziergang machen, sich alles anschnuppern, sich alles angucken. Ja, aber Cosmo rastet halt komplett aus. Das passt ihm gar nicht, dass wir jetzt ohne ihn rausgegangen sind. Wir haben einen wunderschönen Sonnenuntergang da hinten mit vielen tollen Farben. Aber ja, ich wünschte, ich hätte so einen Sonnenuntergang am Meer gesehen und nicht irgendwo in irgendeinem Parkplatz. Ist halt doof. Aber das Meer war trotzdem wunderschön und ich bin echt froh, dass wir da gewesen sind. Ich habe mir halt immer gedacht, so, das macht gar keinen Sinn, mit den Katzen ans Meer zu fahren, weil was sollen die da? Das wird denen eh nicht gefallen. Aber so wie wir da waren, war es ganz gut. Wir sind relativ spät nachmittags angekommen und dann waren wir kurz da, sind kurz zum Strand gelaufen. Es war so windig, dass wir einfach nur die Dachluken aufmachen mussten. Dann war es auch sehr kalt, also nicht sehr kalt, aber sehr frisch im Wohnmobil. Die Katzen konnten ohne Klimaanlage da bleiben. Und dann sind wir zum Strand runtergelaufen, haben da ein bisschen spaziert, ein paar Fotos gemacht. Und dann sind wir wieder zurück. Und dann konnten die Katzen auch sowieso nicht mehr spazieren gehen, weil es angefangen hat zu regnen. Dann sind wir da noch geblieben. Also auf diesem Parkplatz, wo wir standen, wo direkt der Strand vor der Tür war, das war kostenlos, da zu parken. Das ist echt krass, dass das kostenlos ist. Aber erlaubt nur von 6 Uhr morgens bis 21 Uhr abends. Das heißt, du darfst da nicht übernachten. Das ist halt so ein bisschen gemein, weil warum nicht? Wem machen wir denn was? Ja gut, vielleicht wegen Müllverursachung und sowas. Auf jeden Fall durftest du da nicht übernachten, aber 2 Minuten davon entfernt war ein Campingplatz. Da konnten wir uns dann hinstellen, hat aber 40 Euro gekostet. War ja schon, finde ich, teuer. Aber wir konnten uns da hinstellen, konnten da unser Wasser wieder neu befüllen und altes ablassen. Und für 1 Euro konnte ich sogar 5 Minuten ausgiebig duschen. Das war auch ganz gut. Wir haben zwar eine Dusche im Wohnmobil, aber da muss man immer Wasser sparen. Und ja, also die Stelle lohnt sich wirklich sehr. Das war echt richtig cool. Vielen Dank nochmal für den Tipp. Ja, und dann sind wir am nächsten Tag nur noch kurz angehalten an diesem Strand, haben uns ein paar Möwen angeschaut und sind auch schon weitergefahren. Dann sind wir ziemlich lang gefahren, bis wir was finden konnten, wo wir gut stehen können und na, was hast du gesehen? Wo wir gut stehen können und mit Katzen spazieren gehen können. Und das ist hier wirklich ganz gut. Aber wir müssen morgen noch so 3 bis 3,5 Stunden nach Hause fahren. Das ist ein bisschen ätzend. Aber allgemein war es ein echt schöner Ausflug. Wie lange waren wir jetzt unterwegs? 3 Tage oder so? Ja, irgendwie sowas. War wirklich schön. So, Aposhi, wir gehen mit dir jetzt noch spazieren, da wo du hin willst. Und dann gehen wir auch schon schlafen morgen früh. Müssen wir ziemlich früh aufstehen und weiterfahren, damit wir noch rechtzeitig zu Hause ankommen und noch was vom Tag haben. Cosmo hat eben Apollo angegriffen. Er ist sehr sauer, dass nicht Erd wieder draußen gewesen ist, so nah Apollo. Was? Nicht dein Ernst? Oh nein, jetzt hast du Tor verpasst, oder was? Na toll. Cosmo, sei nicht sauer. Du warst doch schon so lange spazieren. Apollo ist auch mal dran. Kann er nicht akzeptieren. Du hast es gesagt, Wahnsinnsbewegung von Wetkins. Der Mann von Aston Villa.